Diesen geheimen Gegenstand in Buckshot Roulette kennt fast niemand. Und ich zeige dir, wie du ihn bekommst. Wenn man am Anfang in den Raum des Dealers geht, sieht man links oben auf einer Maschine eine weiße Tasse liegen. Gibt man nun den Namen Velen ein, wird diese Tasse durch eine Statue des Spielers ersetzt. Aber was macht diese Statue, fragst du dich? Kurze Antwort: nichts. Aber der Grund, warum sie da ist, wird dich überraschen. Denn sie ist als Easter Egg zu Ehren des YouTubers Velen eingebaut worden, der einen Glitch gefunden hatte, mit dem man dem Dealer quasi im Schnellfeuer mehr Schaden macht, als es normal möglich wäre und somit Millionen an Punkten verdienen kann. Dieser Glitch wurde natürlich inzwischen rausgepatcht, aber die Statue ist eine Erinnerung. Was sagst du dazu? Abonnier unbedingt meinen Kanal und ich zeig dir immer wieder spannende Secrets und Easter Eggs.